Ja, also ich habe mal nachgezählt, das ist wie das 11. Indoor, für mich ist das 29. Indoor-Meeting. Also einerseits Routine sollte man denken, aber andererseits nein, es ist genau wie im Sport. Wir sind total aufgeregt, das gesamte Team ist wie im Sport, fiebert jetzt auf diesen Tag hin, dass alles klappt. Ich habe gerade die ersten Bilder aus der Halle bekommen, ich bin mal sehr froh, wenn die Bahn schon mal liegt, also diese liegt und nee, wir sind wirklich super, super gespannt und ja, wir haben 70 der besten, weltbesten Athleten, die besten deutschen Athleten am Start. Wir haben Athleten aus 32 Ländern am Start, das ist ein Rekord. Wir werden erstmals 8 Disziplinen haben, die wir in der Form auch noch nicht hatten. Wir gehen ja gleich noch näher darauf ein. Und wir sind eine Woche vor der Hallen-WM, sodass man eigentlich fest davon ausgehen kann, dass die Leistungen extrem gut sein werden. Also wir haben erfahrungsgemäß das Olympiajahr auch noch, wir sind im besonderen Jahr. Also ich freue mich wirklich extrem auf die Veranstaltung morgen und würde ganz gerne hier auch die Gelegenheit nochmal nutzen. Du hast unseren Gründungspartner Volkswagen genannt, die wirklich von Anfang an dabei sind. Ich möchte mich wirklich bei allen unseren Partnern, bei unseren Wirtschaftspartnern, bei der Stadt Berlin bedanken, ohne die das hier wirklich nicht möglich wäre. Ich muss wirklich sagen, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, die Kostensteigerungen, die hier uns natürlich auch betreffen. Also wir sind da jedes Jahr am Kämpfen und ich bin jedes Mal auch happy, wenn wir diese Veranstaltung wirklich dann an den Start gebracht haben. Morgen